Hier ist Dora von Doras Corner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute ein Produkt vorstellen, das aus meiner Sicht ein bisschen in die Vergessenheit gerät und dabei lassen sich damit wirklich wunderschöne Hintergründe für eure Projekte zaubern. Und das sind die Pigment Sprinkles. Diese sind in dem Jahreskatalog 2019/2020. Auf der Seite 179 sind sie hier unten abgebildet, ganz unscheinbar. Und zwar lösen diese die alten Bruschos ab. Die kennt ihr vielleicht noch. Das waren diese hier. Und wie das so ist, die neuen sind natürlich besser, schöner und noch kräftiger von den Farben her. Und zwar die alten, die waren so aus meiner Sicht für mich jetzt nicht so optimal, weil sie ein bisschen zu dreckigen Effekt hatten, sage ich mal, weil die Pigmente schon verschiedene Farben beinhaltet haben. Und die neuen, die sind einfach schon von vornherein in Farben, die einzeln auftreten. Und das sind Osterglocke, Mangogelb, Wassermelone, Bermuda-Blau und grüner Apfel und Amethyst. Ich habe das eine hier zugelassen, damit ich euch das nochmal zeigen kann. Also die neuen sind im Glas, nicht im Kunststoff. Und wenn man die öffnet, ist hier eine verbesserte Kappe, die man abzieht mit so drei Pünktchen. Die lassen sich also die Farbpigmente wie mit so einem Salzstreuer auf das Papier drauf machen. Und bei den alten war das so, dass man entweder die ganze Kappe abmachen musste, was natürlich total daneben war, weil ja, man braucht unglaublich wenig davon. Und so hat man natürlich viel zu viel immer auf die Projekte drauf gekriegt und hat man sie selber auch ganz schnell angesaut. Deshalb habe ich hier immer so Reißzwecke mit reingemacht, die einfach ein Loch hier mir ermöglicht oder gemacht hat, durch das ich dann die Pigmente auf das Papier streuen konnte. Ja, heute ist das nicht mal, wie gesagt, hier ein bisschen verbessert. Interessant ist zu sagen, dass die Farben ganz anders aussehen, als sie letztendlich sind. Zum Beispiel hier, das ist grüner Apfel, sieht wie orange aus, also lasst euch da nicht irritieren. Und ja, wie ich die anwende, möchte ich euch heute gerne zeigen. Als erstes, ganz wichtig, ihr könnt die auf dem Aquarellpapier anwenden. Wir haben ja bei Stamping Art dieses neue Fluid 100. Das hat so eine leichte Struktur und ja, fühlt sich halt eben wie so ein Watercolor Paper so ist. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich ja, viel lieber ein anderes Papier benutze. Und zwar ist das dieses Farbkarton Seidenglanz. Und zwar ist dieses von der Struktur hier glatter und wenn man so das so leicht dreht, sieht man, das sind so ganz kleine schimmernden Punkte, die das Papier nochmal, ja, ich weiß nicht, qualitativ hochwertiger machen. Ich weiß nicht, ich mag das wirklich sehr gerne. Und mit den Pigmenten, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, muss man natürlich zusammen mit Wasser arbeiten. Und das Wasser lässt sich hier wirklich gut drauf machen, verteilen. Und auch die Pigmente, das ergibt halt eben wirklich tolle Effekte. Und deshalb werde ich heute auch dieses verwenden und gar nicht das Papier, was man vielleicht normalerweise dafür nehmen würde. Ja, was habe ich jetzt vor? Ich habe dieses Papier zugeschnitten auf die Größe 10x10 cm so ungefähr. Und ich möchte euch gerne verschiedene Sachen zeigen, was man oder wie man hier bestimmte Hintergründe oder gar Motive zaubern kann. Wir fangen einfach an. Also was ihr noch braucht, ist natürlich Wasser, am besten ein kleines Glas. Dann haben wir Stamping Up Spritzer. Das ist einfach so ein Tank, in dem man Wasser einfüllen kann und da einfach so ein bisschen Wasser auf das Papier dann streuen kann. Dann habe ich Tankpinsel,
glaube, das ist so das von Stamping Up. Ich habe noch ein altes, was ich gerne benutze und deshalb werde ich auch dieses nehmen. Wir brauchen natürlich ein bisschen Papier und vielleicht den Pinsel zwischendurch auch mal ein bisschen sauber zu machen und das Wasser müsst ihr vielleicht auch zwischendurch austauschen. Aber so ungefähr ist die Grundausstattung. Also ich stehe persönlich auf nicht so viele Farben durcheinander. Ich mag das, wenn das ein bisschen stimmiger ist. Deshalb entscheide ich mich bei der ersten Karte für einen Hintergrund in den Farben Osterglocke und Mangogelb. Und dabei gehe ich wie folgt vor. Ich würde jetzt diese Osterglocke hier nehmen, die Pigmente, die übrigens auch orange aussehen, sind sie aber gar nicht. Und dann würde ich hier wirklich minimal was drauf streuen. Also minimal. Ich habe das jetzt extra so ein bisschen oben und unten gemacht. Das war jetzt Osterglocke. Und das gleiche mache ich mit Mangogelb, vielleicht einfach nur mittig. Das ist etwas natürlich entsprechend intensiver und das dürfte sich mit dem Wasser jetzt hier gleich zeigen. Also die erste mögliche Variante ist einfach mit Wasser und den Tankpinsel, also das hat ja schon Wasser drin, man kann da einfach ein bisschen draufdrücken, dann kommt das Wasser raus. Ich tauche das aber gerne mal zwischendurch einfach so ins Wasser, gerne. Und dann fange ich an, einfach hier diese eingestreuten Pigmente, vielleicht von unten nochmal, mit dem Wasser, was ich aufnehme, aufzuteilen. Und da seht ihr, ne, die dunkleren hier in der Mitte, dieses Mangogelb. Und dieses schöne frische wie Osterglocke, es lässt sich wunderbar, obwohl das wirklich minimal war, verteilen. Und man hat sofort echt wunderschönen Aquarelleffekt. Ich habe das jetzt extra gemacht, dass ich nicht ganz am Rand gegangen bin, weil ich das recht gerne mag. Also wem das vielleicht zu wenig ist. Also von dem Kontrast her, da kann man natürlich noch ein bisschen nachladen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte gerne in der Mitte noch ein wenig mehr von dem Mango-farbenen. Und dann kann man also hier im Schichten weiterhin hier noch was dazu nehmen und noch weiterhin das einarbeiten. Und wer kennt das vielleicht? Diese bestimmten, ich sag mal, Farbflecken, die sehen immer ganz klasse aus, wenn da doch dazwischen noch ein bisschen kleine Wasser oder kleine freien Punkte sind. Und dann könnt ihr einfach mal ein bisschen Wasser nehmen, da reinstreuen. Ja. Und einfach aufnehmen. Und dann entstehen hier automatisch diese kleinen Punkte. Also so hellere Flecken, sage ich mal, die dann später mit irgendwelchen Motiven da drauf oder Labels richtig toll zur Geltung kommen. Also das ist jetzt also die erste Variante, mit dem Tankpinsel direkt arbeiten. So, ich lasse das an der Seite schon trocknen und wir widmen uns einem zweiten Projekt. So, dann nehmen wir uns nochmal hier ein Stück Papier und jetzt würde ich eine etwas andere Variante wählen, um jetzt ein bisschen was Kontrastreicheres zu machen, würde mich jetzt entscheiden für Wassermelone und Bermuda-Blau. Und zwar würde ich jetzt zwei doch recht kontraststarke Farben nehmen und sie versuchen, als so Farbflecke, sage ich mal, rechts und links zu nehmen und sie ineinander ganz dezent vermischen. Und dazu gehe ich wie folgt vor. Ich nehme also Bermuda Blau und streue das wieder direkt auf das Papier. Auch wirklich dezent, übertreibt damit nicht. Man kann immer noch mal nachnehmen, aber dann fangt ihr vielleicht an, hier drin rumzuschwimmen und übrigens die Finger werden vielleicht auch hätten geschützt werden müssen und das mache ich jetzt mal eben, dass ich mir einfach Handschuhe anziehe,
weil diese Pigmente natürlich in Verbindung mit Wasser auch sehr schnell an den Händen haften bleiben. Und glaub mir, das ist genauso wie mit dem Stempelkissen. Das geht nicht so schnell wieder raus. So, was wir jetzt machen, ist etwas anderes. Wir nehmen einfach diesen Stamping Up Spritzer und werden hier einfach hier Wasser drauf spritzen. Da müsst ihr einfach gucken, wo ist überhaupt der Anfang, die Öffnung, Entschuldigung. So, und jetzt könnt ihr nämlich das Wasser hier so dazu nutzen, um diese Farbpigmente ein bisschen zu verschieben. Und hier in der Mitte, seht ihr, jetzt trifft sich das und vermischt sich so dezent. Und das finde ich jetzt auch sehr cool. Ihr könnt natürlich noch ein bisschen nachhelfen, indem ihr einen Pinsel nehmt und das auch wieder ein bisschen verschiebt, falls ihr schon eine Vorstellung von diesem Fleck in Anführungsstrichen habt. Ja. Ansonsten lässt ihr das einfach so, lässt ihr das auch so trocknen und dann werdet ihr euch wundern, wie toll das aussieht. Wenn das trocken ist, ist das nämlich ein cooler Hintergrund, um weiter darauf etwas aufbauen zu können. Ja, man kann natürlich auch noch mal ein bisschen noch was nachnehmen, wenn euch das zu wenig ist. Dann reagieren die Pigmente erneut. Ja, also hier ist zum Beispiel viel mehr Pigment, das kann man dann wieder verschieben. So. Aber macht nicht so viel, je mehr man da anfängt rumzuwerkeln, umso mehr geht manchmal dieser ursprüngliche Effekt, den man haben will, verloren. Weil, also zumindest mir geht das so, dass ich gerne diese reinen Farben haben will und nicht dieses dreckige, vermischte. Aber das müsst ihr schon selber ausprobieren, was euch hier mehr liegt. Wenn euch das jetzt zu viel ist, also von, wenn euch das so anfängt rumzuschwimmen, dann könnt ihr natürlich hier das ein bisschen aufnehmen und dann trocknen lassen. Da könnt ihr natürlich auch Föhn nehmen, um da ein bisschen nachzuhelfen. Ich lasse das jetzt an der Seite und dann gucken wir mal, was wir später damit noch machen. So, das trocknet jetzt. Dann würde ich mich einer neuen Sache widmen. Ich mache mir nur den Pinsel wieder etwas sauber. Okay. Was können wir noch machen? Also eine Möglichkeit ist, von vornherein ein Papier schon, also bevor die Sprinkles draufkommen, schon mal nass zu machen. Ne? Dass sich das leicht wälzt, ist klar. Wie denn sonst? Ne? Das Papier mit dem Wasser ergibt das halt eben. Das ist grüner Apfel, nochmal zur Kalibrierung. Und das gebe ich hier auf dieses voll besprühte Papier und lasse das einfach hier drauf reagieren. Und helfe da jetzt entsprechend, das ein bisschen zu verteilen. Dann habe ich also hiermit den Effekt, also dass ich die ganze Fläche von vornherein damit behandelt habe, ja, weil ich doch überall das Wasser drauf hatte. Und genau, hier kann ich noch zum Schluss, wenn ich noch so einen schönen Farbpigmentfleck haben möchte, auch einfach noch mal obendrauf was packen. Ja, das kann man, wie gesagt, immer wiederholen und auch verschieben. Und auch wenn das überhand nimmt und einfach zu viel Wasser da ist, weil das jetzt hier auch gerade anfängt zu schwimmen und es sammelt sich ja auch gerne an den Rändern, weil sich das natürlich wälzt. Das könnt ihr hier aufnehmen. Das tut dem Ganzen nichts. Ja, und zur Intensivierung auch immer wieder ein bisschen was nachmachen, nochmal aufspritzen und dann einfach so lange das machen und verschieben und wischen, dass man meint, okay, das ist das, was ich
haben möchte. Das ist das, wie ich mir vorstelle oder vorstellen kann, wie das im Trockenzustand aussieht. Das ist nämlich das, was man hierbei lernen muss. Ja, wie sieht das denn in dem trockenen Zustand aus, ja? Wenn das eingetrocknet ist. Also je mehr man das trocknet und nochmal was drauf spürt, weil das kann man ja auch machen, umso mehr so schöne Ränder entstehen da. Und das können wir hier an diesem Beispiel vielleicht einfach zeigen. Ich trockne das mal eben kurz. So, ich habe das jetzt nicht komplett getrocknet, nur so ein bisschen, um jetzt nicht zu viel Zeit zu verschwenden. Also ihr könnt hier nochmal drauf sprühen und nochmal ein bisschen von den Pigmentflecken drauf. Einfach damit, ups, jetzt habe ich ein bisschen zu viel genommen. Genau, das ist die Gefahr. Aber macht nichts, vielleicht sieht das auch ganz cool aus. Genau, und dann auch wieder verschieben. Und dann, wenn das getrocknet ist, dann gibt es hier auch wieder Ränder, die dann interessant aussehen. Also genauso wie diese Ränder hier, wo auf diese helle Fläche etwas Dunkles von den Pigmenten her drauf kam. So, das war mir jetzt zu dunkel. Wir lassen das einfach trocknen und lassen uns gleich überraschen, wie das aussieht im Trockenzustand und ja, was wir auch da später nochmal damit anstellen. So, als nächstes würde ich nochmal schauen, dass ich meinen Pinsel erstmal sauber kriege. Das ist sehr wichtig, dass wir dann uns die neue Farbe, die wir dann auflegen, nicht da mit den vorherigen Pigmenten beeinflussen und gar kaputt machen, wenn wir eine bestimmte andere Vorstellung haben. Und dieses Grüne passt gerade nicht zu meinem Konzept. So, was mache ich jetzt? Ich würde gerne, also das ist etwas, was ich gerne mag, wenn die Übergänge so von hell zum dunklen, beziehungsweise jetzt in diesem Fall denke ich an Mangogelb, doch an Osterglocke Mangogelb und an Wassermelone. Und zwar mache ich Folgendes. Das ist so wie bei der ersten Methode, einfach ein bisschen drauf sprühen mit gewissem Abstand, so quasi in so drei Schichten oder Streifen. Also von oben ist das also hier Osterglocke gewesen, dann Mangogelb und Wassermelone. Und jetzt nehme ich dann wieder meinen Pinsel und fange hier oben an. Und gehe weiter nach unten mit wirklich recht viel Wasser, ja, immer wieder nachnehmen und ziehe das Ganze hier von unten auch nach oben und lasse das schön hier verlaufen. Ja, hier an der Seite sind noch Farbpigmente, die ich mitnehmen möchte. Hier sind auch welche. So, hier wollte ich gerne mehr von der Wassermelone, dass das ein bisschen dunkler ist, intensiver ist. Ja, mein Pinsel ist nur von dem Mangogelb schon recht gelb geworden, deshalb ist mir das jetzt nicht gelungen, die Pigmente sauber nach oben zu schieben, aber jetzt sieht das besser aus. Genau, jetzt aufpassen, wenn ihr von oben geht, dann könnte sein, dass ihr die roten Pigmente wieder überträgt, also müsst ihr schon zu sehen, dass der Pinsel dann schon sauber ist, wenn ihr hier wieder oben ansetzen wollt. Ja? So, das ist einer von meinen, ich sag mal, Lieblingsfarbverläufen, dass das immer dunkler wird. Und dann auch gerne, also in diesen Farben, wie gesagt, von Gelb, Mangogelb zu Wassermelone. Und auch hier mag ich gerne noch so eine kleine Auflockerung, und die wäre, dass ich auch hier wieder ein bisschen Wasser nehme, ja, und hier drauf tue und mit einem sauberen Tuch, bevor mir das hier verläuft, wieder aufnehme. Ich habe da jetzt ein bisschen zu lange gewartet.
Ja, hier kann ich ja auch an der Seite gleich ein bisschen was nehmen, weil das nutzt niemanden hier, was hier wegläuft. Und hier auch aufpassen, dass ich keine Pigmente übertrage. Und so sieht ein Verlauf aus, den ich jetzt gerade gemacht habe und der so mehr meinen Vorstellungen entspricht. Hier hätte ich gerne noch ein bisschen Weiß, genau an der Stelle. Also man kann schon, wenn man sich bemüht, hier gezielter arbeiten. Aber man muss das ein bisschen üben. Ne? Also ihr seht jetzt, ich habe zwar immer von rechts nach links den Pinsel bewegt, aber jetzt durch dieses Auftragen des Wassers oder Spritzen des Wassers sind wieder so Flecken entstanden, die das Ganze ein bisschen aufgewirbelt haben. Ja. Das ist also auch eine Variante, wie man damit arbeiten kann. Ich lege das mal zum Trocknen an die Seite. So, jetzt muss ich wieder Wasser wechseln. So, jetzt arbeiten wir wieder mit einer Farbe. Und zwar, wir haben Amethyst noch nicht ausprobiert. Dazu würde ich einmal mit dem Pinsel diesmal die ganze Fläche hier von rechts nach links mit Wasser behandeln. Und dann einfach diese Amethystfarben da ein Pulver drauf streuen und wieder mit dem Spritzer arbeiten, gleich mehr in der Mitte und dann das leicht verschieben. Ihr seht, das ist recht intensiv und kann dann auch ganz schnell too much werden. Deshalb arbeite ich hier gerne so ein bisschen mit Papier nach und nehme mir einfach das Überschüssige weg. Und wenn ich meine, dass ich noch, also zum Beispiel hier, ja, das mag nicht jedem gefallen, dass das hier so ein bisschen durch den Spritzer so nicht halb, nicht ganz ist, dann kann man schön Wasser nehmen und einfach mit den Resten der Pigmente arbeiten und das schön hier an die Ränder ziehen. Das finde ich ist jetzt wirklich auch eine coole Möglichkeit. Wird da vielleicht mehr von außen nach innen arbeiten, wenn ihr das hell lassen möchtet und dann gerne wieder das Wasser aufnehmen, damit die Ränder vielleicht ein bisschen heller bleiben als die Mitte. Zumindest so ist der Plan jetzt von mir. Also hundertprozentig kann man das alles nicht beeinflussen. Das finde ich aber das Coole dabei, ja, dass man hier wirklich so selbstständige Pigmente hat, die ja so ein bisschen machen, was sie wollen. Ist hier nicht so schlimm. Also hier habe ich zum Beispiel nur eine Fläche, wo ich vielleicht ein Label später draufsetze. Und da hätte ich gerne hier so etwas dunklere Ränder. Also habe ich mir hier überlegt, dass ich das gezielt hier so in Form von Kreisen nochmal aufarbeite und hier ein bisschen auch Wasser noch drauf spritze und das einfach hier nochmal antrockne. Ja, hier ist noch viel Pigmentierung, das nehme ich mir mal mit. Das kann man ja auch noch so ein ganz bisschen verschieben. Das sieht chaotisch aus, ich weiß es, ja. Ich würde auch tatsächlich noch in der Mitte, weil ich das gerne sehr dunkel haben möchte, nochmal hier ganz bisschen dunkler machen. Und dass hier so die Ränder halt so verschwimmen. So, genau. Und jetzt zeige ich euch, wie das aussieht, wenn das gleich trocken ist. So, das ist jetzt nicht ganz trocken, aber ich wollte euch zeigen, dadurch, dass ich da zusätzlich hier das noch aufgearbeitet habe, ist hier dieser dunkle Fleck mehr oder weniger entstanden, der diese Farbverläufe hat und diesen Rand, den ich gerne für einen Label hätte. Und
hier kann man natürlich immer wieder, ja, mit Wasser noch nacharbeiten, falls euch das zu dunkel, zu hell ist. Also da müsst ihr einfach dran denken, dass es hier viele Möglichkeiten gibt und jede nächste ergibt irgendwie was Neues, anderes, was mit Sicherheit ihren Charme hat. Ja, wir lassen das aber erstmal trocknen und widmen uns den nächsten Cut. So, und jetzt nehmen wir uns bei der letzten Variante hier Bermuda Blau noch vor. Hatten wir jetzt erstmal in Kombination mit Wassermelone angewendet und noch gar nicht so solo. Und da gehe ich so vor, dass ich das auch wieder hier direkt drauf streue. Also ich finde, wenn man das direkt drauf streut, dann kann man das viel besser kontrollieren, als wenn man das vorher schon im Wasser zerlaufen lässt. Ja, ihr seht, ich habe wirklich eigentlich gar nicht viele genommen und die sind wirklich mega dunkel. Also wenn ich ehrlich bin, ist mir das schon fast zu dunkel. Dann muss ich ganz schnell hier das Ganze aufnehmen und lasse einfach den Rest hier so zerlaufen. Also, wie gesagt, ihr könnt immer wieder Wasser aufnehmen und Wasser nachmachen. Je öfter ihr das macht, umso mehr Leben das Ganze erhält. Das wird mehr Ränder ineinander haben, mehr Verläufe und das sieht wirklich genial aus. So, ich lasse das hier mal bis an den unteren Rand und ja, zum Schluss könnte ich hier höchstens noch wieder, was ich so gerne mag, diese kleinen Spritzer Wasser noch drauf packen. Jetzt muss ich bei dem Tuch aufpassen, dass ich das mit einem sauberen Tuch aufnehme. Genau. Und da jetzt die Ränder, die ich extra weiß gelassen habe, mir nicht kaputt zu machen. Und so sieht die letzte Variante aus. Einfach ein bisschen wilder in einer Farbe Verläufe, die kontrolliert mit dem Pinsel hier entstanden sind. So, dann lassen wir das trocknen und ich zeige euch gleich alle Varianten, die wir gemacht haben. So, lasst uns gemeinsam gucken, was wir hier alles produziert haben. Das ist also das Resümee des Abends. Ich kann ja nochmal die Pigmente hier daneben legen, damit wir wissen, was wir hier überhaupt benutzt haben. Genau, und zwar, das ist jetzt Bermuda Blau. Ich habe ein bisschen nachgeholfen und habe jetzt einfach mit dem Föhn den Trockenvorgang beschleunigt. Es ist aber tatsächlich so, dass das recht schnell in das Papier einzieht. Das Papier wälzt sich ein wenig, das ist ja normal, wenn man mit Wasser arbeitet. Deshalb empfehle ich, bevor ihr das auf die Karte legt, vielleicht doch über Nacht zwischen Stapel Bücher reinnehmen und am nächsten Tag ist alles gerade. Was ich jetzt mit euch vorhabe, ist, ich möchte euch zeigen, was ich aus diesen Hintergründen gemacht habe. Vielleicht ist das nämlich nicht so uninteressant. Und zwar bei dem Hintergrund Bermuda Blau. Hier sieht man, das ist ein bisschen farbintensiver geworden. Das ist ein bisschen heller. Habe ich diese Karte gemacht. Ich habe für alle meine Beispiele das Set so stilvoll verwendet oder besser gesagt wahre Klasse, das sind die Stempel und habe da einfach draus ein paar Motive, wie zum Beispiel die Flasche mit dem Parfüm, die Schuhe und die Sprüche hier gestempelt und entsprechend auch mit dem Stanzen ausgeschnitten. Hier in diesem Fall habe ich sogar die Blumen embossed, weil ich das schöner fand auf dem weißen Papier. Ein bisschen Schleife, Papayetten und schon habt ihr echt eine richtig schöne Karte für eine Frau. Das ist das eine Beispiel.
Dann haben wir hier Amethyst. Auch hier habe ich, wie gesagt, immer wieder die gleichen Stempel und Stanzen verwendet. Und zusätzlich bei dieser Karte seht ihr hier diese kleinen Sachen. Das ist ausgeschnitten aus dem Papier. Und zwar Designerpapier mit Stil und Klasse. Das ist einfach so, dass hier auf dem Papier diese Motive gedruckt sind, die ich einfach zu Fuß hier mit einer Schere ausgeschnitten habe und hier draufgelegt habe. Das ist auch eine schöne, schnelle Möglichkeit, eine Karte zu machen. Man muss nicht immer vorher Stempel, Stanzen und kolorieren. Hier habe ich übrigens die Stamping Blends, also die Alkoholmarker, verwendet. Man kann auch schon fertig kolorierte Motive nehmen, die aus einem Papier ausgeschnitten sind. Und mit diesem Hintergrund fand ich das auch schön, wenn man jetzt schwarze Label nimmt, und zwar weiß gestempelt und embossed. Dann ist das noch so ein bisschen mehr mit Struktur und ja, mehr Kontrast, noch mehr zu diesen bunten, doch recht schrillen Farben. So, hier haben wir mit Mangogelb und Wassermelone gearbeitet, beziehungsweise auch mit der Osterglocke. So, und dazu habe ich diese Karte gemacht. Auch hier habe ich jetzt ein bisschen gemischte Motive genommen, also zum Teil aus dem Papier was ausgeschnitten. Und zwar findet sich dort so ein Papier, wo ich einfach mir ein paar Teile ausgeschnitten habe und den Rest habe ich hier gestempelt, koloriert und auch drauf geklebt. Na, also auch die Blümchen, die finden sich auch in dem Stempelset und die sind hier wieder gestempelt und embossed. Ja, das ist einer meiner Lieblingskarten und Motive und die Verläufe passen natürlich zu Schminksachen. Sei du selbst mit oder ohne Lippenstift. Also ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Weiter haben wir hier mit grünem Apfel einen Hintergrund gemacht. Und hier habe ich auch, weil das jetzt die Lieblingsserie ist, hier aus der Stempelware Klasse Stempelset wieder ein bisschen was gestanzt, ausgeschnitten, koloriert und diese Karte gemacht. Also zur Vollständigkeit habe ich hier immer so ein bisschen Pailletten noch drauf gemacht. Das gibt den Projekten auch noch ein bisschen mehr Glanz. Und apropos Glanz, auch die einzelnen gestempelten Lippenstifte, die sind noch mit Wink of Stella, ja, koloriert. Die vergeben nämlich auch so ein bisschen Schimmer und das passt sehr gut zu dem schimmernden Papier. So, das ist jetzt der Hintergrund, den ich für diese Karte benutzt habe. Hier wiederholen sich die Motive, aber auch eine schöne Möglichkeit, mit ein paar Farbklecksen recht eine nette Karte zu gestalten. Dann habe ich aus der Farbe Osterglocke, also hier haben wir Osterglocke und Mangogelb, ne, so ein bisschen mit reingemischt. Also die finde ich sehr passend zueinander und auch mit Wassermelone. Das ist einfach sehr stimmig, ne, miteinander. Da habe ich ein bisschen was Einfacheres gemacht. Hier einfach diese Schuhe drauf gemacht. Toller Spruch dazu, Freundinnen sind wie Schuhe, mit den richtigen fühlt man sich wohl. Der Spruch ist natürlich sehr wahr und auch dazu die Karte gemacht, zu dem Hintergrund. Genau, hier hatte ich die Blümchen ausgeschnitten. Das ist ja die neue Stanze, die man in der Celebration bekommen kann, wenn man für 120 Euro bestellt, kann man sich ein Gratisprodukt dazu aussuchen. Und das war jetzt meine Wahl. Und da habe ich einfach aus einem bereits kolorierten Papier, so wie das, einfach Blümchen ausgeschnitten. Deshalb seht ihr auch hier diese Farbverläufe. Das heißt, es ist ja natürlich nicht nur für einen Hintergrund, nicht nur für ein Label, was man noch hier also bestempeln kann, direkt da drauf und ausschneiden, sondern auch für weitere Stanzmotive, wie zum Beispiel die Blümchen gedacht. Ja, das ist schon alles, was ich euch zeigen wollte. Mit Sicherheit gibt es mehr Techniken, mit denen man arbeiten kann im Zusammenhang mit den
Pigment Sprinkles. Ich habe jetzt die für mich als die empfunden, die ich gerne anwende. Ich hoffe, die Inspiration hat euch gefallen. Vielleicht bastelt ihr auch sowas in der Art oder spielt ein bisschen mit den Sprinkles. Ich würde mich freuen auf ein Feedback von euch und vielleicht zeigt ihr mir eure Ergebnisse. Und ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!